Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Mutter Creators. Und wie ihr sicherlich unschwer im Hintergrund erkennen könnt, geht es heute um ein juristisches Thema. Heute soll es nämlich um die 10 häufigst begangensten Straftaten in Deutschland gehen. Also die Straftaten, die am häufigsten begangen wurden und am häufigsten der Polizei gemeldet wurden. Also, lasst uns keine weitere Zeit verlieren, los geht's mit dem Intro. Herzlich willkommen zurück. Zuallererst mal muss ich ganz kurz sagen, dass diese Daten aus dem Jahr 2020 stammen, gar die Daten für das Jahr 2021 erst im April des Folgejahres rauskommen. Allerdings gibt es meistens eine ziemlich geringe Differenz zwischen den Daten des Folgejahres und des Vorjahres. Aus diesem Grund denke ich, die Daten aus dem Jahr 2020 sind immer noch sehr relevant und spannend. Und falls ihr euch die ganze Statistik mal ansehen wollt, klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch nochmal die ganze Statistik von Statista.de anschauen. Doch fangen wir jetzt gleich an mit der 10 häufigst begangensten Straftat in Deutschland aus dem Jahr 2020. Und das ist Computerkriminalität. Das ist sowas wie Hacken oder Informationen ausspähen oder sowas. Das wurde auf jeden Fall 130.000 Mal im Jahr 2020 begangen. Ich kürze die Zahlen hier ein wenig, weil sonst könnte ich sie gar nicht ganz aussprechen. Und wir machen auch direkt weiter mit der nächsten Straftat. Und das ist Aufenthalt, Asyl und Freizügigkeit. Da geht es um den Aufenthalt in Deutschland. Asyl ist ein Recht für politisch verfolgte Menschen, die dann in einem anderen Land zum Schutz quasi aufgenommen werden. Das ist Asyl. Aufenthalt ist quasi, dass man sich in Deutschland aufhalten darf. Und Freizügigkeit, da geht es um andere EU-Bürger, die irgendwelche Firmen oder sowas in Deutschland gründen dürfen. Aber das könnt ihr euch nochmal genauer durchlesen, falls euch das interessiert. Und die siebthäufigste Straftat klingt schon etwas schlimmer. Das ist nämlich Gewaltkriminalität. Mit 176.000 Fällen, da gibt es auch zwei relevante Unterpunkte, das heißt zwei relevante Komponenten, noch ein paar irrelevante Komponenten, aus denen sich dies zusammensetzt. Das ist einmal die gefährliche und schwere Körperverletzung, also gefährlich verletzt oder schwer verletzt eben, brauche ich gar nicht weiter erklären. Und dann gibt es noch die Raubdelikte, also Raubüberfälle, was eben die zwei relevanten Unterpunkte sind. Als sechsthäufigstes Verbrechen haben wir hier die Beleidigung, klingt jetzt ein wenig harmloser, aber Beleidigung, da geht es natürlich nicht um einfache Beleidigung, hier geht es um schwerere Beleidigung. 240.000 Fälle im Jahr 2020, also auch schon ganz schön viele. Und wir machen auch direkt weiter mit dem fünften Platz. Und da geht es um Rauschgiftkriminalität, also Drogenanbau, Drogenverkauf, Drogenbesitz. Da gab es 365.000 Fälle im Jahr 2020 und das ist auch schon ganz schön viel. Und vom nächsten gibt es fast gleich viele und das ist die vorsätzliche einfache Körperverletzung. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schlimm, aber das ist quasi schon sowas wie eine Ohrfeige ins Gesicht oder sogar ein Schlag oder sowas. Also nichts Gutes. Davon gab es 373.000 Fälle. Auf jeden Fall viel zu viel. Und wir sind auch schon bei der Nummer 4 angelangt, die vierthäufigst begangenste Straftat in Deutschland. Das ist Sachbeschädigung, also ich mache was kaputt, was mir nicht gehört. Also ich mache was kaputt von jemand anderem, dann ist das Sachbeschädigung. Soweit eine tolle Erklärung von mir. Davon gab es 576.000 Fälle, was meiner Meinung nach natürlich auch viel zu viel ist. Als nächstes gibt es hier Betrug. Da gab es 808.000 Fälle. Das ist nochmal ein Riesensprung nach oben. Das ist die dritthäufigst begangenste Straftat in Deutschland. Und Betrug ist es quasi, jemand anderen zu betrügen. Ich weiß nicht, inwiefern Vertragsbruch schon als Betrug zählt, aber das ist einfach, jemanden zu belügen zu seinem eigenen Vorteil, um es einfach zu machen. Als zweithäufigste Straftat haben wir hier Straßenkriminalität. Und Straßenkriminalität ist so Gangs auf der Straße oder Schlägereien oder ähnliches, das ist eben Straßenkriminalität hier zusammengefasst. Da gab es 1.023.000 Fälle, extrem viel. Und jetzt kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Und um es spannend zu machen, werde ich erstmal die Unterpunkte vorlesen. Und zwar von unwichtig nach wichtig. Mit 23.000 Fällen gab es hier Diebstahl von Kfz. Mit 75.000 Fällen Wohnungseinbrüche. Mit 83.000 Fällen den Taschendiebstahl. Den Diebstahl von Fahrrädern mit 260.000 Fällen und Ladendiebstahl mit 304.000 Fällen. Daraus setzt sich dann eben der Überpunkt Diebstahl zusammen mit 1.682.000 Fällen. Diebstahl eben, ich klaue etwas, was mir nicht gehört, also ich nehme etwas, was mir nicht gehört. Und soweit haben wir die 10 häufigsten Straftaten in Deutschland hiermit auch behandelt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob wir weitere Videos zu juristischen Themen machen sollen. Und hier sind noch ein paar Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Hier habe ich euch erklärt, wie ihr mit
5 Tricks in Final Cut Pro schneller arbeiten könnt. Hier habe ich euch erklärt, wie ihr YouTube kostenfrei ohne Werbung anschauen könnt. Hier habe ich euch erklärt, wie ihr YouTube-Videos einfach downloaden könnt. Und hier unten könnt ihr nochmal den Kanal abonnieren. Ansonsten hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Also, das war's auch eigentlich schon. Tschüss.